Guten Morgen von der Autobahn. Ich muss gerade noch ein paar Sachen gut machen. Und zwar bin ich ein kleines bisschen spät dran. Ich bin auf dem Weg, dort mit Carsten Mosebach zu treffen, um gemeinsam Hirsche zu fotografieren. Das Problem ist nur, dass ich nicht dran gedacht habe, dass der Berufsverkehr ist. Ich also gerade die ganze Zeit im Stau stand und jetzt Asche machen muss. Nicht, weil ich Carsten nicht warten lassen möchte, sondern nur, weil ich ihm nicht recht geben möchte, dass ich immer zu spät bin. Das ist der einzige Grund. Ob wir 5 Minuten früher oder später losgehen, ist total egal. Aber ich muss pünktlich da sein, nur um sagen zu können, dass ich pünktlich da war. Hier kommt Nebel. Das ist richtig gut. Darauf hatten wir gehofft. Ich hatte getippt, dass es nicht reicht, weil es nachts zu warm ist und ein bisschen zu windig. Aber das sieht gut aus. Punkt 45. Ich bin da. Ist Carsten schon da? Carsten? Wo ist Carsten? Ah, er ist schon da. Verdammt. So, da ist er. Und ich habe gar keinen Ärger gekriegt, dass ich zu spät bin. Carsten hatte einen Punkt, als er gesagt hat, wir sollten uns ein bisschen vorher treffen. Das sieht schon ziemlich nach Sonnenaufgang aus. Aber da vorne haben wir auch direkt schon einen Hirsch liegen sehen. Ungefähr da. Gucken wir jetzt mal, ob da was geht. Die ersten 3 Hirsche haben wir bekommen, aber auch wenn man hier in einem Wildpark ist, haben die doch recht hohe Fluchtdistanzen, ne? Oder? Also, ich meine, sie sind definitiv vor Carsten weggelaufen eben, aber wie nah haben sie dich rangelassen? 10 Meter. Ja, am Arsch. Es waren, also sagen wir mal, 50, 60. Eher 70, 80. Eher 70, 80, ne? Sag mal, sollen wir nicht diesen Weg da gehen? Wieso möchtest, Schatz? Lass uns da lang gehen. Okay. Wo hier gerade so romantische Stimmung herrscht, können wir auch mal erzählen, dass wir uns hier kennengelernt haben. Nämlich ziemlich genau irgendwo, ich würde sagen, hier in diesem Wald. Es war einmal. 10 Jahre könnten dann ungefähr hier sein, ne? Würde ich sagen. Ja, 10 Jahre ungefähr, genau. Das ist Klein Hermann. Klein Hermann mit Begleitung eines Fahrerlaubnisbesitzers hat den Wildpark besucht. Genau, unterwegs mit Freunden und du auch, ne? Ja, genau. Mit einem Freund zusammen unterwegs, wollten mal nach den Dampfhirschen gucken. Wir haben die zwar bei uns im Teutoburger Wald auch, ja. aber da ranzukommen, ist echt eine schwierige Angelegenheit. Ja. Wir stehen in einem Wald, da vorne ist die Waldkante, dann kommt eine Wiese, die ist, weiß nicht, 50, 60 Meter breit und dahinter kommt wieder ein Wald, der geht ungefähr bis da und die Sonne ist jetzt gerade in diesem Bereich, kommt also jetzt gleich endlich über den Wald hinweg und dann kriegen wir, man sieht das hier auch schon, endlich ein bisschen Sonne. Carsten liegt da vorne und fotografiert die Hirsche auf der Wiese. Ich habe mich derweil komplett ablenken lassen von einem kleinen Rotkehlchen, was hier in diesem alten vertrockneten Farn unterwegs ist. Das läuft immer unten auf dem Boden rum und versucht da irgendwas Fressbares zu finden und springt dann alle paar Minuten wieder oben auf den Farn drauf, schimpft ein bisschen und springt wieder runter. Und ich laufe die ganze Zeit auf und ab und versuche die Stelle eben abzupassen, wo sich das Rotkehlchen mal schön oben drauf setzt und dann ganz flach durch den Farn vor dem hellen Bereich der Wiese das Rotkehlchen zu fotografieren. Jetzt ist er aber gerade wieder am Fressen. Carsten ist jetzt gerade 2 Schaufeln vorne zur Wiese hinterhergerannt. Ich bin ein paar Meter zurück in den Wald gegangen, denn hier vorne ist so ein wunderbarer Birkenwald, wo auch 2 Schaufler unten drin sind. Und hier vorne im Hintergrund, man hört es vielleicht auch, geht's ganz schön zur Sache. Da ist immer noch ein Rothirsch zugange und da ist auch ein Brunftplatz von den Dammhirschen. Die laufen also die ganze Zeit hin und her. Und jetzt kommt gerade die Sonne hier hoch und einige von den Bäumen da drüben sind angeleuchtet. Und ich versuche jetzt die ganze Zeit ein Foto zu machen, was ganz stark unterbelichtet ist, wo man also nur noch die angeleuchteten Bäume sieht. Der Rest ist schwarz und irgendwo unten muss durch so einen Lichtfleck dann auch mal ein Hirsch laufen. Und den müsste man dann auch sehen. Rothirsch. Ah. Ja, so geht's mir auch. Die Hirsche wollen jetzt nicht mehr so richtig. Sie haben sich verdrückt und es wird ihnen jetzt wahrscheinlich auch zu warm. Also sie sind jetzt nicht mehr ganz so stark am Brunften. Das Licht ist aber noch wunderbar.
Und deswegen haben Carsten und ich uns jetzt hier in die Wiese geschmissen und wollen jetzt hier einfach so ein paar Gräser fotografieren. Die sehen nämlich wirklich richtig schick aus im Gegenlicht. Und das Coole ist, dass man hier zwei unterschiedliche Arten von Gräsern hat. Vorne so ein paar kleine, ich kenne mich mit Gräsern nicht aus. Und dahinter auf jeden Fall ein paar größere, so binsenartig. Und die beiden Strukturen zusammen können, glaube ich, ganz cool aussehen. Mal sehen. Nach einer schönen kleinen Pause brechen wir jetzt gerade die Zelte ab und latschen zurück zum Parkplatz. Ist es mittlerweile auch ganz schön warm geworden. Ja. Ich muss die Mütze trotzdem aufbehalten, weil, wie Jan immer sagt, es ist eine Kaschiermütze. Ich kann euch nicht antun, was da drunter ist. Und das, was wir hier heute jetzt gemacht haben, ist ja im Prinzip ein bisschen untypisch. Denn Carsten und ich, also wir fotografieren beide ausschließlich Dinge in freier Wildbahn. Also jetzt Vögel, ja, Insekten oder so sowieso. Aber wir gehen für nichts in irgendein Zoo oder fotografieren Tiere in Gefangenschaft. Warum macht man das denn jetzt ausgerechnet bei der Hirschbrunft? Naja, also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir nirgendwo sonst die Gelegenheit haben, so nah an die Tiere tatsächlich ranzukommen. Ja. Wobei nah relativ ist, ja. Und wenn ich in der freien Wildbahn sitze, dann sitze ich an einer Stelle und bin absolut an diese eine Stelle gebunden. Und dann habe ich Glück und es läuft mir was vor der Nase lang oder ähnlich. Genau, ja. Und also ich meine auch die ganzen Fluchtdistanzen, die man jetzt hier erlebt. Wir ärgern uns schon, dass das Dammwild auf 50 Meter wegrennt. Je nachdem, wo man sich aber in Deutschlands Wäldern herumtreibt, also sind 200 Meter wahrscheinlich schon die absolute Kotzgrenze. Was ja natürlich auch bedeutet, dass wenn man, als Naturfotograf draußen unterwegs ist, dass man, wenn man jetzt versucht zu pirschen und vielleicht nicht die riesen Erfahrung hat, unglaublich viel Unruhe in die Wälder bringt. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auch eine gute Sache, wenn man sagt, mir geht es jetzt eigentlich nur um das Erlebnis. Ich will mit diesem Foto jetzt nicht beim Wildlife Photographer of the Year mitmachen. Ich gehe in den Wildpark, da kann ich mir die angucken, da sind die das gewohnt und ich scheuche eben jetzt nicht irgendwie wilde Hirsche auf. Ja, und ich meine, alle Tierparks, die eine gewisse Größe haben und innerhalb ihrer Zaungrenzen so eine natürliche Umgebung anbieten, haben ja auch die Möglichkeiten, dass man verschiedene Wege benutzt. Ne? Und dann habe ich als Fotograf die Möglichkeit, einfach mal mit dem Licht zu fotografieren, gegen das Licht zu fotografieren. Genau. Und das habe ich draußen einfach nicht. Genau. Und es macht halt wirklich auch einfach nur Spaß, also hier rumzurennen. Und wir haben heute Morgen, wir haben drei Spechtarten rufen hören. Genau. Der Kohlgrabe flog über uns hinweg, dazwischen brunftet noch ein Stück Rotwild. Ja. Es ist einfach kitschig schön. Ja, kitschig schön, genau. Also was ich bei Tierparkfotografie wirklich mag, ist, dass ich viel eher als in der freien Wildbahn die Chance habe, Sachen einfach nochmal zu probieren. Ja. Ja, ich kann morgen einfach vielleicht nochmal kommen und eine andere Perspektive ausprobieren, die mir heute erst zu spät eingefallen ist. Ja. Man ist allgemein viel entspannter im Umgang mit den Viechern, ne? Gerade habe ich, der erste Rothirsch ist irgendwie aufgetaucht und wenn der das jetzt in der wilden Natur gemacht hätte, dann hätte ich erstmal versucht, ihn abzubilden. Und erstmal, boah, geil. Und hier direkt irgendwie wischen und alle möglichen Sachen ausprobieren, weil man eben mit der Erwartungshaltung rangeht, dass man den jetzt noch, weiß nicht, eine Stunde beobachten kann. Ja. Ne? Ja, genau. Also noch ist die Brunft in Gange. Auch gerade beim Rotwild ist es, glaube ich, so, dass in den Gehegen häufig die Brunft später im Jahr ist als jetzt in der freien Wildbahn. Also wenn in Zingst schon nichts mehr geht, dann geht vielleicht noch im Wildpark um die Ecke was. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, jetzt gerade geht es noch, können wir nur empfehlen. Und das Dammwild ist ja jetzt, kommt ja langsam erst zum Höhepunkt der Brunft. Ne? Genau. Das geht ja bis Mitte November. Genau, also auch da noch massig Zeit. So, jetzt haben wir den ganzen Tag hier dumm rumgeknipst. Ihr sollt natürlich jetzt auch noch ein paar Bilder sehen. Da sind jetzt nicht nur welche von mir bei, sondern ich streue auch noch ein paar von Carsten mit rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit, viel Spaß draußen in der Natur und bis nächste Woche. Ciao.